Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Railroads Online. Ich bin mal wieder in die Sandbox reingegangen. Es gibt nämlich wieder ein paar Mod-News, beziehungsweise wenn es dann für alle auf YouTube zu sehen ist, ist es dann vermutlich ein bisschen veraltet. Es gibt hier bei diesem Map-Mod was Neues. Und zwar, Vitia ist jetzt in Stages unterteilt und wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, wird das nicht instant freigeschalten, sondern man muss da jetzt Wagen hinbringen. Und wir haben jetzt einerseits die Option, nur die Sägemühle da anzuschließen. Das wäre dann nur das Gleis da, wenn man jetzt hier den ganzen Yard nicht haben will. Und ansonsten hat man hier den Yard in drei Ausbaustufen, da zum Beispiel jetzt hier nur mit drei Gleisen und ein Kopfgleis. Oder man sagt, ja, das ist mir noch zu wenig, da brauche ich mehr. Dann kriegt man hier auch mehr. Und ansonsten die volle Ausbaustufe hier mit dem hier. Also da hat man dann ganz gut Platz. Ja, keine Sorge, hier kommt gleich noch der Untergrund mit rein. Genau. Und dann sieht es gut aus. Es ist ein bisschen OP, muss ich sagen. Für Vitia hier. Ich glaube, auf meiner Map werde ich das nicht ganz so groß machen. Außerdem sind teilweise die Gleise ein bisschen begradigt worden, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Ich meine, der Ditch da unten, der ist immer noch ein bisschen heftig. Aber ja, was soll's. So, was ist noch dazu gekommen? Alaka Balloon Loop ist mit dazu gekommen. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Das wäre hier. Gehen wir ganz kurz nach da. So. Und wir machen das jetzt mal ganz kurz an. Kaboom. Muss ich mal schauen, wo das reinkommt. Ach, da. So, da gibt es jetzt hier dieses neue Gleis da. Tut man sich beim Rangieren ein bisschen einfacher, denn hier muss man ja diverse Sachen hier abliefern. Jetzt kann man hier so einmal rumfahren als kleine Addition. Ich glaube, auch das werde ich mir dann mal holen. Das macht dann schon ein bisschen Sinn, dass man sie hat. Dann gibt es noch mehr Mods. Und zwar würde ich sagen, gehen wir dafür mal nach Bryson. So, einmal da. Beziehungsweise, ich müsste mal zu meinem Dude hier reingehen. So, Kamera. Alles wieder okay? Perfekt. So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das gerade finde. Ich glaube, das war einmal die da. Und Passenger. Bin mir nicht sicher. Miss Clemation. Ah ja, die beiden. So, ich hätte das gern hier. Wir haben eine neue Dampflokomotive. Der Kollege hier. Und wow, das ist der erste richtige Lokmod für Railroader. Ich meine, es gibt also ein paar spaßige Sachen. Aber das ist jetzt halt mal etwas, was ein bisschen ernsthafter gemacht worden ist. Sieht geil aus. Ich meine, klar, es ist noch ein bisschen eckig und unschön, aber warum auch nicht? Wie sieht es denn aus im Führerstand? Gehen wir mal rein hier. Ja, wirklich nicht schlecht. Ja, damit werden wir eine Testfahrt machen. Ja, doch. Ich glaube, wird eine Gaslokomotive auf unserer Main Map dann sein. Vielleicht eh gerade im Anschluss, aber dann schauen wir mal, was dieser machen kann. Die Frage ist, sehen wir da technische Daten? Nee, ne? Naja, egal. So, das ist das neue Caboose hier. Beziehungsweise ich werde aber als Referenz mal das alte dazu spawnen. Das sieht zum Beispiel das da hier. So, nur so als optische Referenz. Schauen wir uns das mal hier an. Auch das hier schön gestaltet. Ich meinte, das lässt sich auch anpassen. Equipment, Customize. Discolor zum Beispiel. Weiß. Ist bis jetzt eine schrille Farbe, aber es lässt sich ganz normal anpassen. Mal wieder die Lichter zum Einstellen. Beiden Seiten. Kann ich da nach oben gehen? Ja, sogar das funktioniert. Man kann hier nach oben gehen. Über die Leiter.
Nice. Gut, was haben wir denn hier drinnen? Haben wir die Tür auf. Ja. Da hätte ich jetzt vielleicht einen Kasten oder sowas hingemacht. Kleine Feuerstelle. Warum auch nicht? Große Sitzbank. Das könnte man eigentlich für Museumsbetrieb nutzen, ne? Wenn man hier irgendwie so ein Kabuse-Event macht. Macht man mehrere von denen hintereinander. Hier oben die oberen Sitzplätze. Oh, du kannst da sogar hingehen. Und kannst dich so... Ah, er setzt dich sogar hin. Und kannst dann so deinen Zug hier beobachten. Ah, wie... Mit einer Lampe sogar. Nice. Schönes Feature. Geht das auch auf der anderen Seite? Das geht auch auf der anderen Seite. Sehr geil. Aber nur aus Neugier, ging das auch im Original? Mal ganz kurz hier rein. Und ich da drauf? Ah ja, das ging auch im Original. Hat auch eine Lampe. Okay. Das ist natürlich ein bisschen geiler eingerichtet. Aber gut, es ist ja ein Mod, also wollen wir mal nicht so streng sein. Kann ich die Sachen aufmachen? Nee. Aber hätte ja sein können. Okay, also bei den Kabus haben wir da ein bisschen mehr als Auswahl. Wir können ja mal kurz alle hintereinander spawnen, was sie hier so im Vergleich haben. Ja. Hat mal gut eine Auswahl. Ich glaube, da machen wir mal so einen Sonderzug mit den Teilen. Okay, das war das. Wir haben noch ein bisschen Arbeit zu tun auf unserer Main Map und wir werden uns mal diese Lok da ausleihen. Und schauen mal, was die so ziehen kann. Und dann werden wir sie wieder verschwinden lassen. Weil wenn, dann kaufen wir uns die. Aber ich will einfach mal schauen, was das so an Power hat. Also, kleiner Cut für euch. Wir sehen uns gleich auf der Hauptkarte. So, da wären wir auch wieder zurück auf der Karte, wo wir hier unsere Kampagne spielen. Ich habe den Lok hier mal gespawnt. Und ich habe ja gemeint, wir machen mit der vielleicht eine Testfahrt. Ich habe da schon mal eine kleine Testfahrt gemacht. Und zwar mit den Wagen, die da hier so rumstehen. Die haben ungefähr 350 Tonnen, sind alle beladen. Und die Lok hat da auf der Geraden schon gezeigt, dass das fast schon zu viel ist. Also die beschleunigt dann relativ langsam. Aber warum wir mit der heute nicht fahren werden, ist ein kleines Soundproblem. Das wird sich vermutlich zum Release der Folge eventuell behoben haben. Aber aktuell bei mir klingt die so, wenn die losfährt. Hört euch das mal an. Ich werde das mal hier ganz kurz followen. Ist noch alles gut. Aber dann klingt sie so. Da ist irgendetwas noch nicht fertig abgewischt. Wenn sie dann schneller wird, dann klingt sie einigermaßen normal, aber da braucht sie echt mal ein bisschen, bis sie dahin überhaupt mal hinkommt. Also wird die Lok wieder wegkommen fürs Erste. Aber sobald die einigermaßen gut funktioniert und auch gut klingt, dann werden wir mit der mal hier ein bisschen rumfahren. Okay, ich werde dich mal hier entfernen und wir machen hier weiter. Es ist genau der gleiche Tag noch von der letzten Episode. Da sind hier die Wagen kommen. Wir haben hier für Ella was, Appalachian Hardwoods und Witcher Sawmill. Und den letzten Wagen werden wir uns mal klauen und gerade da unten hinstellen. Das heißt, wir schnappen uns unsere Diesel-Lok hier. Und machen mal eine Fernsteuerung. 170, wir vorne rückwärts. Und los geht's. Und ich glaube, wir werden den Wagen ganz hinten hinstellen, weil der natürlich ein bisschen länger braucht, bis er beladen ist, als wir die anderen, was ja schon da steht. So. Kommen wir nochmal schön geschmeidig ran. Ja, das war ein bisschen zu knapp. Ja, okay. Da müssen wir nochmal ein bisschen mehr Schmackes ran.
Sehr gut. Sehe einmal hier abkuppeln, bitte dann gehen. Vorne haben wir die Handbremse ja drin. Und dann müssen wir verarschen. So, wegfahren. Dankeschön. So, das können wir auch wieder ausblenden lassen. Und was ich jetzt auch hatte, die zusätzlichen Tracks sind bei mir beim Laden verschwunden. Die musste ich mir dann wieder reinholen. Weiß nicht, warum das so ist. Aber es ist dann auch nicht so schlimm, wenn da Wagen draufstehen und die Schienen sind weg. Ihr könnt sie dann einfach wieder aktivieren. Zum Beispiel im Sandkastenmodus, wenn ihr die gekauft habt. Und dann ist alles wieder heile. So, können wir eigentlich schon mal gucken. Das ist hier alles in Ordnung. Ich würde sagen, wir nehmen... Ach, das ist ja eh ein Gleis frei. Verdammt, umso besser. Dann stellen wir es da hinten hin. Ah, das ist viel zu viel manchmal. Ah, ich merke gerade. Wir haben ein kleines Bremsenproblem. Gut, das ist jetzt nur ein Wagen, aber... So, komm, auf hier. Dankeschön. So, warte mal, Condition, 99%. Ich hab doch gar nichts angestellt. So, rückwärts. Oh, halt, nein. Ah, ich bin so eine Pflaume. Wäre noch von Vorteil, wenn die Weiche natürlich richtig liegt. So, los geht's. Einmal mit Maximum Schmackes. Ah, es ist schon noch praktisch, dass da der Interchange jetzt mehrfach bedient werden kann. Das hilft sehr. So, das sieht auch gut aus. Wie sieht es denn generell aus mit den Wagen? Da ist einer fertig, da ist einer fertig, da ist noch keiner fertig. Da war auch nicht. Und da sowieso auch nicht. Da haben wir erst vor kurzem ja welche hingebracht. Gut, ey, Moment mal. Ich fahr da ja ein bisschen falsch. Da werden wir uns gleich ein bisschen was auffahren. Egal. Ich finde es immer noch so ein bisschen ungeil, was wir hier so für Steigungen drin haben, aber ist wie es ist. Wollen wir sie beschweren, weil das ist schon ziemlich geil, dass man hier so reinfahren kann. Gut, dann werden wir da. Ich lasse den hier stehen. Gehen wir nicht davon aus, dass da noch sehr viel mehr kommt. Yes, $350. Oh, Scheiße. Ich bin ja noch im Sandbox-Mode. Ja, wobei, da kann ich eigentlich gerade mal die andere Lok. Ach, die habe ich ja schon gelöscht. Wo kann ich umstellen? Wo war das? Ach, da. Hä? Warum ist das jetzt hier wieder weg? Ich hatte das gekauft gehabt. Sag mal. Alter. Weil. Ja, aber kein Geld mehr. Rainbow Locations, Milestones. Mit der Sammel Connection kostet 2000. Bis 1500. Bitte, ja, 1500.
Okay, ich gebe mir jetzt mal 1500. Und das wäre einmal 1500. Oh ne, das war's. Ah, die Lizenz zu viel. Kann ich da auch Minus machen? Naja. So. Ja, was habe ich jetzt gesagt? Kostet das Ganze mit der Sammel Connection 2000. Also 2000 gebe ich mir. Wieder Sammel. Okay. Ja, und jetzt haben wir das Deliver 9 Cars to East VTR Expansion Site. This card will be delivered to the Integer. Ach man, jetzt muss ich das nochmal neu machen. Das heißt, ich kann dann hier sagen. Warte mal. Interchange East VTR Expansion Site. Was für Check ist. Ach, hier müssen die dann hin. Deswegen werde ich auch das Ladeproblem gehabt haben. Was sich das mit dem Update von dem Mod geändert hat. Ja, das ist jetzt ein bisschen semi-optimal. Aber okay. Gut. Ist mit der Interchange Schedule von 1930. Ja, passt. Okay, dann mache ich das halt nochmal neu. Aber cool. Was soll das wirklich nochmal? Ja gut, ich werde es machen müssen, wenn es in der Karriere hier funktionieren soll. Gut, abkuppeln, das passt. Hier von da mal wieder mit. Und machen einen Abflug. Follow bitte, dankeschön. Gut, nicht ganz. Ja, wir haben 2 Stunden Zeit. Dann bringen wir die anderen Wagen hier nach Bryson. Dann haben wir hier noch ein bisschen rumrangieren. Und währenddessen fahren wir dann wieder hier runter. So, da. Dankeschön. Ich denke mal, die Fahrt nach Bryson gibt es für euch im Zeitraffer. Und macht ihr dann fertig und dann schauen wir mal, was wir hier für Wagen kriegen. Ja, aber ich denke mal, meine Cheat ist jetzt fair, nachdem ich da schon 5000 verbrannt habe und die jetzt quasi weg sind. Nee. Das Menü können wir dann auch wieder zumachen. Mehr da. Wie schaut es aus mit den Weichen? Jetzt sind sie gut. Mensch, habe ich mal wieder nicht aufgeräumt. So, Wasserturm, rein mit dir. Dankeschön. So, schön sagt er hier ran. Und ja, die schöne Lok nicht wieder kaputt machen. Oder nicht noch mehr kaputt machen. Prozent hat sie ja schon. Nice. So, einmal Handbremse hier, Handbremse da. Und dann wären wir eigentlich bereit. Müssen wir da irgendwo vorher stehen bleiben? Ja, Ellerhaus IR1. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir mal bis Ela im Schnelldurchlauf und machen da dann weiter. Also, bis gleich.
So, wunderbar. Da wären wir da. So, schon mal aus, sind wir frei. Jo, dann bleiben wir hier mal stehen. So, der House-Track. Ist das das da gerade neben uns? Ja, okay. Ich glaube, das machen wir jetzt mal ein bisschen dirty. Wir gehen mal hier so rein. Wir machen das mal absolut unprofessionell. So, wir nehmen sie mal ran. So. Gut. Einmal rückwärts bitte. Achso. War ja schon vorwärts in dem Fall. Und tschüss. Bis bald. Beziehungsweise, weißt du was? Du kannst jetzt eigentlich. Du kannst schon mal nach Preisen fahren. Die Weiche mache ich dir nochmal richtig. Achso, nee, warte mal. Reverse muss ich einstellen bei dir. Nee. Reicht das jetzt nicht? Doch. Komm. Einmal anschieben. Komm. Ciao, Kollege. Ah, das sollst du hier nicht raufgehen. Das sollst. Blöde, leider. Anschieben. Komm schon. So spart man sich Zeit. Ja, währenddessen kann ich mal die Weiche hier wieder zurückmachen. Immer schön sauber machen hier. So. Kollege, hast du es jetzt mal geschafft? Jetzt bist du langsam. Komm! War jetzt vielleicht nicht die beste Idee, die ich jetzt hatte, aber es funktioniert. Okay, reicht es schon? Jetzt reicht's. So, Anbremse rein. Und wieder lösen. Und ab in die andere Richtung. Komm. Krieg dich doch bestimmt angeschoben, auch wenn du beladen bist. Aber jetzt. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Ich habe Shift E gemacht anstatt Shift R. Okay. Naja, da hat es noch ganz gut ein Stückchen. Wird gut schneller. Die Leute denken sich auch, was macht der da? Warum nutzt er seine Lokomotive nicht? Ja, ein bisschen Workout schadet nicht, ne, für die Figur. Würde vielleicht wirklich mal machen. So. Let's go. Oh, geh nicht auf die Leiter. Herrgott, na. Ich glaube, schneller wird's nicht mit den Anschubsen. Es wirkt jetzt von der Ansicht irgendwie total schnell, aber es ist halt echt nicht schnell. Ja, Obacht. Wagen kommt. So, wie weit muss ich? Fängt's an? Ja, okay, da direkt in dem Haus. Was, da können wir jetzt eigentlich noch mal ein bisschen mitrollen. Ja, dankeschön. Der andere Zug da. Das machen wir hier wieder normal. Der ist unterwegs. Du kannst hier auch wieder normal fahren. In Bryson selber. Ja, fährst du mal ganz normal auf das Gleis ein. Machen wir hier kurz eine Flare hin, damit du hier nicht zu weit fährst. Gut. Da, ein Stückchen noch. Gehst du bis zum Puffer? Ja. So, komm, gehen wir mal hier rauf. Oh, ich habe einen besseren Blick hier. Stückchen noch. Einen halben. hat schon mal jemand probiert, ob man in das Haus reingehen kann? Das probieren wir gleich nochmal. Ja, ich würde sagen. So ist gut. Perfekt.
Nice. Ob ich das aus? Kann man da reingehen? Nö. Moment. Ich hab da gerade einen Glitch. Ah. Ja. Gut, was habe ich auch anders erwartet? Da ist halt aktiv nichts drin. Diesen Company Owners Chair, den habe ich irgendwie auch noch nicht gefunden, wo der sein soll. Okay, unsere Lok. Wo ist die? Ja, der ist schon da hinten. So, select, follow. Hier war das mit Steuerung 0 rein, ne? Ja. Was haben wir jetzt hier alles? Wir haben hier Standard Oil und Appalachian Hardwoods. Eigentlich stehen wir mit der Lok gerade ein bisschen doof. Ja, das ist ein bisschen doof. Ich glaube, wir werden nochmal die Dampflok gleich machen. Die soll mal von der anderen Seite ran. So. Hast du die Handbremse dran? Nee. So, Road Forward, bitte. Machen wir jetzt einfach mal parallel. Einfach zum Zeitsparen. Ah, die KI hat da schon Spaß da mit dem Bahnübergang. Nö, Meter noch. Switch against. Really? Wegen dem da? Ja, okay. So, dann machen wir hier gerade schon mal wieder Reverse. Du fährst. Einmal so runter, bitte. Und du fährst dann auf den Gleis da. Den obersten. Und dann kannst du dann hier runterfahren. Sprich, du wirst mal hier anhalten. Close the switch. So. Gut. Ja gut, eigentlich können wir also die mal wechseln. Wasser haben wir noch gut. Kohle haben wir auch noch gut. Ja, passt. Also, wir werden dann mit unserer Diesel-Lok da vorne reinfahren. Die Diesel-Lok kommt dann hier auf das Gleis da. Wir machen das anders. Wir fahren mit der Diesel-Lok auf das Gleis da. Weil so kann ich dann von hinten ran. Ja, das macht mehr Sinn. Anstatt wie da. Sonst müsste ich da einmal komplett nach hinten fahren. Sprich. Wir bleiben da stehen. Gut. Ja, dann ist es eigentlich nur noch warten angesagt. Oder auch nicht. Da hinten ist sie schon. Geht ja schneller als gedacht. Wir können dann eigentlich schon mal den hier machen und den hier. Ah, die KI. Gut, dann Abfahrt. So, dann machen wir die Fuse da hinten rein. Machen wir das mit KI, dann geht das hier flott. So, genau. Core Select, Dankeschön. Manuell. Bremsen. Und du fährst dann gerade wieder zurück nach Bitya. So. It passed. So. Orders. Forward, bitte. Oh,
Und jetzt machen wir jetzt auch hier wieder sauber. Hier mache ich Switch normal, Switch normal. Switch normal. Ah, das ist schon sehr praktisch, dass wir hier noch einen Dieselschalter am Anfang haben. Das erleichtert schon einiges. Gut, einmal da rein bitte, dankeschön. Temporär. Södle. So, du, ankuppeln, dankeschön. Warte mal, ist das... Naja, doch, war hart was. Perfekto. Okay, folgender Plan. Ich würde sagen, ich tue dich mal schnell wegradieren, weil das haben wir ja schon in der letzten Episode gesehen mit den Wagen. Das ist jetzt nicht gerade sehr neu. Die Lok schicke ich runter nach Vitya wieder. Und wenn Vitya Interchange wieder beliefert wird, dann schauen wir uns das mal an, was wir da für Wagen haben, um diesen Yata auszubauen. Und dann werden wir das Ganze halt noch ein zweites Mal machen müssen, um den eigentlichen Yata weiterzustatten. Jetzt ist ja erstmal nur dieser Anschluss für die Mühle an sich. Ist ein bisschen nervig, dass es jetzt so ist, aber, also, dass ich es nochmal neu machen muss, so. Aber, ja, gibt Schlimmeres. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, wir haben fertig rangiert, die Lok ist wieder da. Und es ist jetzt Nacht geworden, kurz vor 8. Wir haben wieder einen Wagen für Vitya Summit bekommen. Und dann haben wir hier East Vitya Expansion Site hier. Da ist schön was beladen hier drin. Da ein Haufen Bälle ist hier drin, Gravel, Ties und Co. Und Rails in dieser Schachtel da drin. Oh, okay. So würde ich das auch verschicken. Und schon wieder Sachen für Preisen. ja. Okay, also die Sachen für Preisen, die wir mal da lassen, beziehungsweise Kollege, du, Yard, einmal ran bitte. Dankeschön. Und ich hoffe, ich kann den Wagen da gleich irgendwie mitnehmen. Ansonsten haben wir vielleicht ein Problemchen. Ja, das ist... Ja, das ist schon recht lang, ne? Ich glaube, wir werden den Solo mal runterschubsen und dann hinten raufbringen. So, Handbremse haben wir hier drin und hier. So, du möchtest auch noch angeschlossen werden. Das würde ich jetzt vielleicht nicht ungebremst da hinten runter schicken. So, hier auf, einmal Bremse rein. Und dann werden wir abfahrbereit. So, Oras Road Reverse. Los geht's. So. Geht unser Dude hier rein. Weiß nicht, kann man das vielleicht von außen so ein bisschen abschätzen? Das Gleis hört hier auf. Ja, das könnte vielleicht doch ausgehen. Also wenn hier die Weiche ist, samt der Lok. Na, ich glaube, das ist zu knapp. Gut. Dann bleib mal stehen hier. Dann lassen wir den mal solo hier runterrollen. So, applied. So, du fährst mal kurz weiter, bitte. Und dann machen wir
machen wir das mit dir quick and dirty. Ah, ich wünschte, es wäre heller. Vorspulen will ich jetzt auch nicht, weil eventuell mache ich in der Nacht noch ein paar Sachen. Aber das würde ich jetzt nicht in der Episode bringen. Weil man da so wenig sieht. So, wunderbar. War ich hier da unten? Wobei, der wäre es jetzt eh noch egal gewesen. Follow. Nee. Das ist jetzt nicht wahr. Ah, jetzt hat der die Bremse drin gehabt. Okay. Einmal anschieben, bitte. Geht das jetzt nicht mehr? Komm, Shift R, geht schon. An Abflug. Furchtbar, wie ich das hier mache. So, die Weiche da. Kommen wir dann normal. Du, mein Kollege, auf Yard. Einmal 10 dahin. So, wir fahren mal dem Kollegen mit. Wie war nochmal die Taschenlampe? Ah ja, mit L. Ciao. Diesel Führungstank. Bryson has been completed. Oh, geil. Oh, da schon mal was wir wieder runterbringen können. Aber ich glaube, ich sammle das ein bisschen. Ja, es ist gut. Kollege, bist du dran? Nice. Slam. Handbremse raus. So, Yards, Reverse, mach mal 20. So, und dich. Weiche nach oben müsste eigentlich noch passen. Da schieben wir dich mal nach oben. Richtige Manpower hier. Komm, komm. Es ist zumindest ein Fingerworkout. Oh, mich schneller. Habe ich doch eigentlich unendlich Kraft? Sprich, geht das auch, wenn ich so eine richtig fette Steigung drin habe? Müsste ich mal ausprobieren. So. Der da oben ist soweit clear. Hier verlässt der AK. Schauen wir ganz kurz auf der Karte. Ja. Road, forward bitte. Achso, warte mal, die Weiche da unten ist dann jetzt falsch. Nö, komm, 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 komm. Will ich anschubsen? Ah, ein bisschen haben wir hier noch. Also ich wette, das Gleis ist dann komplett voll. Da, wir haben es dann auch gleich geschafft. Das wäre eigentlich die ultimative Strafe, ne, wenn jemand die Loks ganze Zeit kaputt macht. Darf nur noch händisch die hier so rumgehen und die so rummanövrieren. Aber wie weit ist denn noch? Ich glaube, den habe ich ja nicht so weit reinpackt da hinten. Oh. Jetzt muss eigentlich gleich knallen. Ich sehe den Wagen da hinten.
Oh, geil. Sidney, dann werden wir dich auch gerade schon mal verbinden. Sehr gut. Da war ja die Handbremse drin. Ja, reicht, wenn es ein nicht hat. Okay. War das eine gute Entscheidung, dass ich das so gemacht habe? Hätte ich da noch Platz gehabt? Absolut nicht. Das war eine gute Entscheidung. Sind alle da drin. Perfekto. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Da ist soweit alles ready. Die sind immer noch am Entladen. Rentiert sich nicht, hier was zu machen. Die sind auch nicht fertig. Die auch nicht. Ja, die sowieso nicht. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.